Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen sagte Stephanus zu dem Volk, den Ältesten und Schriftgelehrten, ihr Halsstarrigen, ihr, die ihr euch mit Herz und Ohr immerzu dem Heiligen Geist widersetzt, eure Väter schon und nun auch ihr, welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt und sie haben die getötet, die Ankunft des Gerechten geweissagt haben. Diese Verräter und Mörder, ihr jetzt geworden seid, ihr, die ihr durch die Anordnung von Engeln das Gesetz empfangen, es aber nicht gehalten habt. Als sie das hörten, waren sie aufs Äußerste über ihn empört und knirschten mit den Zähnen. Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickt zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und rief: Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren zu, stürmten gemeinsam auf ihn los, trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Da steinigten sie Stephanus. Er aber betete und rief: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann sank er in die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese Sünden nicht an. Nach diesen Worten starb er. Saulus aber war mit dem Mord einverstanden. Wort Gottes. Heute hören wir in der Lesung von einem Diakon und von keinem Apostel, der uns die frohe Botschaft bringt, sondern einen Diakon, der mutig sich vor das Volk, vor den Obersten hinstellt, das heißt vor die Schriftgelehrten und Ältesten, hat er gepredigt. Aber sehr intensiv und sehr mit Begeisterung und doch auch mit Vorwürfen. Denn er hat ihnen gesagt: Ihr habt schon die Propheten verfolgt. Er wollte unbedingt ihnen klar machen, dass Jesus eigentlich der Erlöser ist, der Retter. Aber sie waren ihm so starrsinnig, so dickköpfig. Und mit diesen, obwohl er so begeistert über Jesus gesprochen hat, haben sie entschlossen, ihn umzubringen. Der gehört weg. Und ich habe mir gedacht, wie oft ist auch in unserer Zeit, wenn einer überzeugt von seiner Idee und seinen Vorstellungen ist, der gehört weg. Und sie waren entschlossen, ja, dann müssen wir umbringen. Und was der Stephanus? Er betet noch.
erfährst, wie er sagt, er sieht den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes sitzen. Haben wir gedacht, er ist der Erste, der was uns richtig bezeugen kann, dass der Himmel offen ist und Jesus zu der Rechten des Vaters sitzt. Und in seiner Todesnot hat er noch gebetet. Und er sagt, verzeih ihnen es, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und in dieser Gesinnung ist er eigentlich gestorben. Aber auch dann heißt es in der Lesung, sie legten zu Füßen eines jungen Mannes, Saulus, die Kleider nieder, die Bezeugung. Er war einverstanden, der Saulus, mit dem Tod, mit der Steinigung. Ja, der gehört weg. Und was hat Gott getan? Er hat sich gerade in Saulus genommen zum Verkünder. Man gedacht, man weiß wirklich nicht, was Gottes Pläne sind. Er hätte sich ja können einen anderen nehmen. Nein, er hat sich auserwählt in Paulus zum Verkünder und zum großen Apostel gemacht. Er, der was damals einverstanden war mit dem Tod von Stephanus. Stephanus war eigentlich der Samen für Paulus seine Bekehrung. So dürfen wir, glaube ich, nicht aufhören, auch immer wieder beten für unsere Verfolger, für die Menschen, die uns nicht wollen, dass sie vielleicht auch Gott von Gott die Gnade bekommen, ein Werkzeug seiner Liebe zu werden.